Das ist nämlich schon echt eine krasse Begegnung. Scary gegen Justin. Und Linotox, ja, oder? Nein, das ist Justin. Achso, das ist Justin. Ja, wir sehen hier. Die verwechselt. Sehen die sich ein bisschen ähnlich? Ja, die sehen sich ein bisschen ähnlich. Ja, okay. Ja, genau. Wir sehen hier wieder Random Vitos. Ja, also es ist jetzt wohl Prez, Digga. Digga, echt jetzt? Das ist auch wieder ein Random Vito? Ja, mit dem Prez-Tag einfach, das ist heftig. What the fuck, Digga? Was ist der Prez? Prez! Ach nee, warte mal, Prez ist, stimmt. Oh, da steht Demon Talks. Nee, das ist Justin. Genau, Justin kommt aus Prez. Jetzt fällt's mir ein. Ich dachte kurz, dass Sketty hier den Prez represented. Nee, Sketty ist Bliss. Prez! Ja, also sehen wir hier, Getty mit Hero. Mhm. Ja, bei Hero weiß man nie so ganz, ne? Also bei Hero, das Einzige, was du machen kannst, ist halt so viel pressuren, dass er selbst nicht weiß, was er da drückt. Also, wenn du zu viel Druck machst, dann muss er einfach so topdecken, nennt sich das. Einfach das Erste nehmen, was er sieht. Und das kann natürlich dann auch mal Kamikaze sein. So. Mhm. Ja, ein ziemlicher Basic-Pick von Justin, den er da bei Random bekommen hat. Also, Lucina geht eigentlich immer. Also, wäre es andersrum, muss ich sagen, wäre es wirklich ein bisschen schwach. Ja. Weil er halt Mars spielt, ne? Und auch Lucina halt spielen. Aber so ist das natürlich wieder spannend, aber ich frage mich, ist das jetzt irgendwie ein neues Ding, dass man jetzt diesen Random spielt? Ach, ich glaube, Squallen hat das Skeddy vorgeschlagen, Skeddy hat gewonnen, das hat Skeddy gefallen, hat das ihm selbst vorgeschlagen. Ja, das kann schon sein. Ja, ich hätte natürlich jetzt hier gerne auch nochmal irgendwie Skeddys Mars gesehen oder so. Ja, oder ein Snake. Ja, das ist schon Justin schön. Spielt Steve? Nein, Justin spielt. Also im Moment spielt er Fox. Mm, okay. Sehr, sehr spannend. Und er hat gerade Nice Face. Oder? Nein. Oh, nee. Völlig ja, hier Pokémon-Trainer nicht, sondern Nice Face hat er gerade besiegt mit Fox. Mhm. Und er spielt auch Wolf und Sephiroth. Ah ja, Sephiroth. Okay, okay, okay. Und es sieht gar nicht gut aus für Skeddy hier. Umso besser für Justin. Ganzes Stocklied. Ja, kann ich dir nur empfehlen. Also Rahmen, wenn du einen guten Laden findest für Rahmen, dann ist das halt echt geil. So einfach mal mit Freunden einfach mal schön essen gehen. So einmal im Monat oder so kann man voll machen. Ist halt auch healthy, die ja. Gerade im Winter, weißt du, so eine warme Nudelsuppe, das ist schon gut. Ja, genau. Okay. Schön mit irgendwie so Ingwer als Basis oder so kann man schon mal machen. Schön heiß, so wie Feuer. Okay. Oh, die Edge gerade gut hier. Okay, Zoom, tschüss. Und Zoom, einfach random. Okay, kann er hier vielleicht noch den Kill kriegen? Also mit Psyche-Up. Ah, geht das immer weg? Nee, ne, ist nur ein Hit, das war's. Das war der Unterschied zu... I got no idea. Oh, diesmal hat er es erwischt. Aber man kann nicht sagen, dass es zwar reacted, weil es ist zufällig, wo der runterkommt. Ist das so zufällig? Ja. Aber er hat halt geguckt, so ja, ich stelle mich dahin. Einfach auf die Glück, ne? Ja, genau, und guck einfach mal. Weil es sind so drei oder vier Orte, an denen man runterkommen kann. Ah, ja. Aber jetzt gefährlich für Skeddy hier. Boah, die Fair, die FTs hier. Oh, da war sogar Zoom. Aber ja, das ist halt dieser Pressure, ne? Wenn es für Pressure ist, dann ist es immer schwer. Dann ist es immer schwer. Dann ist es leider schwer. Ey, Skeddy. Lass mal random. Lass mal random machen. Dummkopf. Wenn er sich rauskommt aus dem Pool, weil er mit jedem random macht, dann ist er selber schuld. Aber wir kennen ja seine sonst eigentlich sehr, sehr krassen Chars, ne? Justin aber natürlich auch ein guter Spieler. Und er bleibt... Oh! Oh, oh lol, das ist auch random. Ich dachte kurz, Skeddy hätte ernst gemacht, aber Prez hat Marv bekommen. Ja, so random, einfach Alter. Lucina und dann Marv. Was geht da eigentlich ab? Und jetzt Falco. Ne? Ah, Falco ist schon ein Char, den man... Also, muss man ein bisschen grinden. Ja, ich würde auch schon eher sagen, das ist ein Main. Also, was man so vielleicht man kennt, einfach, was man auch eigentlich easy ist, ist halt Upthrow, ne? Upthrow. Quatsch, als Konferenz. Oh Mann, das aber war so sowas von Brawl gerade. Ja. Erstmal die Downthrow. Die hat echt den Brawl-Fall genommen. Es müsste PS2 sein, aber ich habe nicht geguckt. Er sieht ehrlich gesagt eher so aus wie PS1, oder? Das sieht echt ein bisschen aus. Nee, das ist nicht. Ja, okay. Kommt mir ein bisschen klein vor, aber ja, keine Ahnung. Ja, finde ich auch, dass das nach PS1 aussieht. Kannst du ja schon sagen.
ist schon PS1. Ja, ja, mir soll es egal sein. Also, wenn ich schon random spielen will, soll ich auf Tempel spielen. Genau. Ja, bloß nicht Tempel, aber alles, alles, was es noch schneller macht hier, gerne. Tempel. Sind ja alles Richtlinien, ne? Nachdem man sich richten kann. Oh, und sollte eigentlich, aber wenn die beide für sich entscheiden, jedes random. Gott. Habt ihr eigentlich schon viele. Wie heißen die Dinger hier? Bojenboni. Habt ihr viele Bojenboni schon gesammelt? ja, wenn ja, dann können wir mal gucken, ob wir hier sowas wie so Wetten oder so machen, Kanalwetten, keine Ahnung. Das wäre geil eigentlich, dass ihr da ein bisschen was mit anfangen könnt. Ansonsten, was kann man noch mit denen machen? Ja, aber das ist doch echt PS1. Vorheben. Das, ich glaube, das ist PS1. Man sagt die auch schon, oder? Eigentlich, also sie ist nicht erlaubt, aber. Warum ist sie nicht erlaubt? Auch nicht das Schlimmste. Das ist natürlich auch nicht das Schlimmste, die zu finden. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Weil es so viele kleine Stages dann gibt, gibt es drei kleine. Oder die Backe irgendwie, oder? Ja, egal. Ich weiß nicht. Aber die könnte doch voll legit sein. Wenn ihr wisst, warum PS1 nicht legit ist, lasst es uns wissen. Oh. Boah, das ist gar nicht gut, das ist vor dir. Man weiß halt nicht, wie er killt, ne? Man braucht halt schon die Up-Throw-Back-Air oder Up-Throw-Back-Air-Geschichten da. Das ist schon wichtig mit Falco. Auch grabben und so. Oh, wow, der Three-Stalk. Der Three-Stalk. Disgusting. Out, out, out. Ja, richtiger Dummkopf. Kann man nicht anders sagen.